Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Darkrai 2 Wings of Liberty Kampagne, wollte ich gerade sagen. Nein, 2 gegen 2. Fast. Ja, ich habe heute die letzten Folgen davon aufgenommen. Och nee. So. Ich bin Protoss, wer hätte das gedacht? Ich fast. Oh, er kann Hallo? Deutsch. Er kann kein schlechter Mensch sein. Die Bart, die? Die Bart, die. Oh, Zayo kennt die besten Simpsons-Anspielungen nicht. Das ist, hat sich, Ach, wie heißt er? Tingle Tingle Tangle Tangle Bob auf Bob. Dings Ja, gehört. ja. Nein, das soll nicht heißen, stirb Bart, stirb. Ich dachte, du Das ist redest. Deutsch. Die Ich Bart, dachte, du die. redest Deutsch. Oh, er kann Deutsch. Er kann kein schlechter Mensch sein. Keine Ahnung, ob Ach, das ich hätte ja wichtig ist. Fullwallen können, weil du bist ja Terran. Naja. Lückenbersi lohnt sich immer. Ich mach da gleich einmal einen Cybercore vor. Was waren denn eigentlich Terran und Zerg? Übrigens, falls jemand Kontakt mit mir aufnehmen möchte, ich bin gerade zu hören auf Funkkanal 11. Ist interessant. Aber Ich nicht glaube mehr auch. lange, weil gleich muss er arbeiten. Genau. Naja, gleich ist auch. Ich Nee, bin in um. 4 Stunden. Ja, wenn ich um Viertel nach 10 losfahre, so viel wird dann reichen, dass ich dann um halb 10 da bin. Nee, wenn du um Viertel Doch. vor 10 losfährst, kannst du nicht um halb Nee, 10 das da ist sein. einfach blöd. Ja, aber du weißt, was gemeint ist. Das ist das Wichtigste. Was kommt denn hier? Das ist eine Terraner. Ach, du bist da raus. Ja. Ich glaube, du musst noch mal fahren. Ja, aber du musst aufpassen, weil er ist jetzt da. Kannst aber ihn jetzt abräumen. Räumen Sie ihn ab, Herr Rock. Angriff. Was soll ich tun, wenn auf mich geschossen wird? Er hat auch einen Reaper. Warum fährt meine Worker weg? Das ist unfair. Ich habe Fehler wurden begangen, Herr Rock. Fehler in der Matrix? Ich würde den Dingens hinten lassen, weil ich habe Fehler begangen. Nein, wir fahren nach vorne. Warum hast du einen Fehler begangen? Weil ich keine Adepten habe. Was ist das denn für Weil ein ich Supply Verhalten? Block bin. Ich Seit fahre ewig nicht gegnerische Zeiten. Priests. Ja, das wäre gut gewesen, wenn der Reaper da geholfen hätte. Ja, Jetzt das hast du ist nämlich kein. keine Echse. Ja, das ist aber kein Problem für den Rock. Ja, du musst aber jetzt unten noch weiterbauen, ne? Was soll ich tun, wenn auf mich geschossen wird? Solltest da einen Worker hinziehen. Wäre ganz gut. Er hat mich gebumst. Er hat da immer noch keinen Worker hingezogen. Er muss erst fahren, der Rücks. Ich weiß, da kennst du nicht das Er erste ist noch nicht Fahren, aber. losgefahren, das war das Problem. Was ist das denn jetzt für eine viereckige Bauerei da? Was mache ich denn mal? Ja, warum nicht? Du sollst arbeiten! Das sagt mein Chef auch immer. So steht der Chef von Zarok immer neben ihm. Juckt mich auch noch im Hals, Nackenwirbelsäulenbereich. Kannst du dir vorstellen, wie ekelhaft das ist, wenn das einem juckt im Hals, Nackenwirbelsäulenbereich? Ja. Das haben wir alle schon mal erlebt, Cyrock. Was noch unangenehmer ist, ein Der Bandscheibenvorfall Reaper im hier. Hals. Was soll das denn jetzt? Jetzt reicht's. Jetzt ist der Ruck sauer. Oh, ich hätte auch so was bauen können. Was mache ich noch? Das mach ich doch noch. Mayo. Warten! Kannst du dich noch erinnern, damals an die guten alten Zeiten, als Mono seine eigene Barracks gekillt hat?
Ja, das hat er ja öfter mal. Nein. Oder? Ich glaube schon, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ganz ärgerlich. Warum seid ihr denn jetzt auf dem Hotkey? Wer hat euch das befohlen? Ich habe Feindkontakt. Für eine Art von Und er spielt Mac. So wie das ja, aussieht. Hab ich Bock drauf. Wann sind denn endlich diese blöden Pylone da? Diese blöden Pylone. Ein Feuerwerk der guten Laune. Warum steht er einfach nur rum? Weil er es kann. Oh, Mutas. Oh, geil. Noch mehr Mutas. Ich habe nicht mal eine Forge. Wie viele Mutas sind das denn an der Stückzahl? Viele. Tendenz steigend. Aber das sind hier sind bestimmt schon 15 oder so. Also Mutas und Mac. MM sozusagen. Weil Mac stimmt nicht. Das ist eigentlich Biotank mit ein paar Cyclones dabei. So ein bisschen was von allem. Also du kannst aber mit deiner Armee jetzt mal zu meiner dritten gleich kommen. Du willst sagen, es ist eigentlich ein bisschen mit Schaf? So, ich kann jetzt leider erst die ersten Cannons bauen. Ist ein bisschen ärgerlich, aber... Das spielt ja bei Frankfurt. Da sind sie! Ich wusste es. Ja, und warum stehst du dann nicht da, wenn du es wusstest? Ja, ich stand doch daneben. Ja, aber daneben ist ja fast wie gar nicht. Das ist ja so nicht richtig, ja? Doch. Du musst schon bei der Wahrheit bleiben. Da sind sie wieder. Das ist der Terraner. Zalrock steht wieder daneben und läuft wieder nach rechts, anstatt anzugreifen. Um dann mich beim Rückzug zu behindern. Mau Mau? Zalrock. Drückt er da mich da rein, weil er nach rechts läuft? Ja, die Einheiten müssten dann aber auch begreifen, wir werden beschossen. Die Einheit, wenn du mit den Einheiten nichts gemacht hättest, wäre es besser gewesen tatsächlich in der Situation. Das merke ich mir für das nächste Spiel. Ja, in dieser Situation, Junge. Oh nö, der Puffy. Aber ich bin nicht mit Terraner, heißt alles wird anders dieses Mal. Das hast du eigentlich Kodosk einfach genommen jetzt? Ja, natürlich. Warum? Hast du schon wieder alles vergessen aus der letzten Aufnahmesession? Die angeblich gestern war, laut Zalrock. Ja, okay. Ich bin nämlich geschrieben, ja, so wie gestern. Ja, wenn man Nachtschicht hat, dann verschwimmen so die Zeiten ineinander. Es waren in Wahrheit... 5 Tage, glaube ich, oder so. Das kennst du nicht in der Grüße, weil du noch nie Nacht schießt. Die Zeiten, die verschwimmen ineinander. Und der nächste Tag beginnt auch erst, wenn man geschlafen hat. Ja, das kann ich ja noch nachvollziehen. Ich bin ja oft genug bis 5-fach. Aber heute kann ich das nicht, weil ich habe morgen um 10.15 Uhr schon Uni. Ja, du arme Sau. Ne? Ja, das ist die früheste Vorlesung in der ganzen Woche. Ich bin bis 5:30 morgen arbeiten, ja? Sonst habe ich immer nur um 12.15 Uhr und... Aber der Gute an der Nachtschicht ist, ich kann sämtliche NFL-Spiele live mitverfolgen. Ja, ich nicht zum Beispiel, weil ich habe montags und mittwochs um 18.15 Uhr Vorlesung. Irgendwie überreagieren die hart und haben gerade 6 Worker auf mich geschickt, weil ich die Barracks angegriffen habe.
Ja, weil du einfach so eine angsteinregende Person bist. Sie kommen wieder. Hier ist jemand. Obacht. Ja, das, ich nehme mein zweites Gas. Ich hab's auch schon extra genommen. Was haben wir denn hier so? Zwei Gates. Jetzt darf, jetzt darf ich nur den Pilot nicht vergessen. Ja, das ist ein guter Punkt. Ein solider Plan ist das, ne? Er fällt mir auf. Kann ich nochmal andüdeln? Ja. Jetzt meine Äxte hier langsam. Er ist wieder da! Er steht da vor unserer Base rum. Ich werde ihn mal belästigen. Belästigen Sie nicht den Puffy. Was hast du jetzt davon? Ja, kein Ding, ich lauf. Hast ihn ausgetrickst? Ich hatte halt die Pro das bei, ja. Ja, der hat hier gerade einen Pilot bei uns hingebaut, ne, gerückst. Ja, Pilen, Schmeilen. Da kommt der Reaper. Kannst du deinen Stalker bitte, der innen ist, dafür nutzen? Ich hab den anderen, der außen ist. Ich bin hier. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Oh, ihr habt mich in seine Richtung gebumst. Sehr gut. Da wollte ich schon antizipieren. Ey, war aber nicht notwendig. Und schnappt sich das Spielgerät. So liebe ich das doch. Ich habe drei Stalker und bin zu Playblock. Das ist schlecht. Also das eine ist gut, das andere ist schlecht. Ich stelle die Stalker mal in meine Eco-Line. Also ich bin immer voll verwirrt, wenn hier so viele Stalker sind und die sind alle gar nicht von mir. Ja, du musst ja einfach guter Teamspieler sein, ne, Guri. Ja, aber ich kann ja deine Einheit nicht steuern. Du hast mir ja keine Kontrolle gegeben. Nergorix hat mal wieder nichts ohne Kontrolle. Warum noch nicht immer noch hier? Was greifst du denn da an? Achso. Die Rocks wie immer. Jede Folge greife ich diese Rocks an, Sarok. Warum greifst du denn da die Rocks an? Was ist denn für ein Verhalten? Der Rock ist nicht zu belästigen. So. Da ist ein halluzinierter Phoenix. Das ist okay. Da ist ein Phoenix. Hab ich ja gesagt. Oh, das ist ein echter Void Ray. Oh Mann, ey. Ihr könnt mir mal am Arsch. Ist aber nur einer, aber er baut ein Fleet Beacon. Wollen wir vielleicht gleich mal all in? Ich würde sagen, ja, ich hoffe, du hast Blink in der Forschung. Er ist auch schon fast durch. Das heißt, du willst mir jetzt mitteilen, wir brauchen mehr Gateways und Pylons. Ja. Also ich würde jetzt eigentlich, also wie viele Gates hast du jetzt? Ja, lass mal lospushen. Wenn die alle, die gebaut sind, fertig sind, habe ich 7. Ja, das ist doch gut. Das hast du, glaube ich, mehr als ich. Ich bin auch ein besserer Spieler als du. Dafür ist mein Blink schon durch. Du hast ja, übrigens hinten noch einen Stalker stehen. Das Upgrade, das man mit am wenigsten braucht. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Hinten steht noch ein Stalker. Wo denn? F2 drin. Ah, ja, der ist die Nachhut. Die ist aber sehr weit hinten, die Nachhut. Nee, der hutet auch nach. Was hältst du denn von Robert Hut? Ich komme über links. Bleib du mal unten. Bleib grün solide, bleib ich unten.
Da kommen die Void. Ne, Double Drop bei dir, aber wir können. Greif an, Sarak, vorne angreifen. Und hinten ein bisschen was als Defense bomben. Base werde ich wahrscheinlich verlieren. Ich komm zu dir, um dich zu beschützen. Also wegkommen. Ja, die, warte, Zarok, weiter links, weiter weg von den Void Rays, bitte. Weg von den Void Rays. Hier hat Schildbatterie Überladung gemacht. Das ist unfair, das können wir nicht finden. Aber hinten sieht auch nicht so gut aus. Ja, wir kriegen das schon abgewehrt, aber. Wenn du jetzt wieder vorne rein robst, ist eigentlich alles gut. Ich hab mein Warp-Pissen verloren irgendwo. Ja, das ist scheiße. Nee, das ist hier irgendwo noch. Aber mal eine neue Mainbase wieder und. Oh, nicht dahin fliegen mit deinem Warp Prism Cyborg. Was war das denn für ein Move? Ja, da kam er halt woanders her, als ich ihn antizipiert habe. Neues Warp Prism bauen, ist alles gut. Können das easy gewinnen eigentlich. Ja, ja. Du hast mal eine neue Base. Und das Gas Mining soll ich auch wieder aufnehmen. Lass mal eben die Shield Batteries rausnehmen. Ich bin gerade am Makro und muss das alleine machen. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Ja, hab ich. Jetzt bin ich wieder da. Ja, ist dann alles tot. Das ist gleich meine Armee. Wir müssen eigentlich die Mainbase und die Dingens töten. Aber lass mal eben den Nexus rausnehmen. Ich fühle mich gerade echt wie Deutschland kurz vorm Kollaps. Drei Einheiten. Oh nein! Das ist meine Gedönse. Ja, er hat verkackt. Warum blinke ich nicht? Ich helfe. Ich will helfen. Ja, du Move Commandest. Ach, nee, ich Move Commande. Da war die Widowmine. Hat die ja, ich hab. Gekillt. Nein, ich bin der ausgewichen. Mit Blink kannst du einer getriggerten Widowmine easy ausweichen. Ich hatte vier Einheiten. Ja, ich hatte mehr, wie du da siehst. Ich habe wie so ein W reingeworbt. Tasse mit Henkel. Damit würde ich sagen, war's das für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, schon auch beim nächsten Video vorbei. Hier oben rechts, könnt ihr auf den nächsten Folge klicken. Und rechts erstmal von mir, damit ihr einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Das ist Schadtechnik. Tasse mit Henkel. Eigentlich ist es W, aber der Boden vom W ist zu hoch. Tschüss.